wenn das das Limit meines Potenzials ist, wenn ich 100% für mich selber gebe, dann bin ich zufrieden. Ich brauche mich nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen. Und das denke ich auch, sollte man halt bedenken, wenn man von Potenzial redet und von Genie und von ein anderer schafft etwas viel schneller. Ist es okay, wenn ich jetzt etwas starte, jemand anders lernt schneller als ich oder ne, kommt schneller voran als ich. Ich habe auch andere Probleme in meinem Leben, ich habe eine andere Konsistenz. Es ist okay. Ich muss gucken, dass ich für mich selber nach vorne komme und nicht an mir selber zweifle, nur weil ein anderer vielleicht etwas schneller ist. Ja. Viele Leute fragen mich das und ich frage mich das echt wirklich manchmal auch selber. Ich mache so viele Sachen oder ich versuche so viele Sachen zu machen. Ich mache einmal Sport, dann Regie, dann Schauspielerei, dann Musik, dann... wie kriege ich das alles unter einem Hut? Beziehungsweise, wie kann man in allen Sachen erfolgreich sein oder alle Sachen gleich gut machen? Man muss sich für eine Sache entscheiden. Viele sagen mir auch so, du kannst nicht erfolgreich werden. Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Man kann nicht dies, man kann nicht das. Und ich denke mir, okay, einerseits ist es wahr, man muss sich für eine Sache entscheiden und eine Sache erstmal versuchen zu pushen. Aber es ist auch möglich, die verschiedenen Bereiche zu meistern. Ja? Es ist möglich, weil ein Tag hat 24 Stunden und das ist echt viel Zeit. Ich habe sehr viele Sachen sehr lange gemacht, ja, sehr lange gemacht, die mir nichts gebracht haben. Ja. Irgendwie am Endeffekt, ich dachte immer, dass ich irgendwas verpasse oder dass irgendwo ich sein muss. Ne. Aber im Endeffekt habe ich gar nichts verpasst, außer eine Gelegenheit, etwas aus meinem Leben zu machen. Und andere Leute sind an mir vorbeigezogen, zack, zack. Nur weil ich irgendwo war und meinen Spaß hatte. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss sagen, okay, die nächsten 3-4 Monate sperre ich mich ein. Vielleicht werde ich nicht so viel Kontakt mit meinen Freunden haben, vielleicht... muss ich auf einige Sachen verzichten, ja? Und viele sagen zu mir, ja, aber dann lebst du doch nicht wirklich, ja? Du lebst nicht wirklich, weil du eigentlich nur so zielorientiert bist oder nur an Geld denkst oder nur an Erfolg denkst und du bist überhaupt kein herzlicher Mensch und du verbringst keine Zeit mit deinen Freunden und so weiter. Und es ist nicht so, weil es ist kein konstanter Zustand, ja? Ich muss jetzt vielleicht für die nächsten 3-4 Monate erstmal auf alles andere verzichten und verfolge mein Ziel. Aber danach, wenn ich es erreicht habe, dann kann ich feiern. Dann habe ich auch einen Grund zu feiern. Ich gehe doch nicht feiern, weil gerade Samstag ist oder Sonntag ist und ich gerade nichts zu tun habe oder alle anderen gerade feiern und deswegen ist es für mich jetzt ein Grund zu feiern. Aber ich habe nichts zu feiern, solange ich nichts erreicht habe. Und wenn ich was erreicht habe und es ein Dienstagnachmittag ist und alle bei der Arbeit sind, dann werde ich feiern. Ja? Weil es ist nach meinem Rhythmus. Und ich denke nicht, dass es zu viel ist für einen Menschen, weil Athleten, die vor Olympia trainieren, sind auch in einem Bootcamp für 5-6 Monate und sehen ihre Familie nicht und sehen ihre Freunde nicht. Aber die bereiten sich vor, um etwas zu machen, vielleicht eine Goldmedaille zu holen, einen Rekord zu brechen, der für ewig halten wird. Und es ist etwas Großes. Die gehen ans Limit von ihrem Potenzial. Und die meisten Leute sagen zu mir, die wollen nicht verzichten. Ja? Man verzichtet so oder so. Ja? Also, bei mir ist nicht die Frage, ob ich verzichten will, bei mir ist die Frage, auf was will ich nicht verzichten? Weil auf der einen Seite hast du Erfolg, hast du das, was du erreichen kannst, wenn du 100% gibst. Und das kannst du nur erreichen, wenn du die extra Zeit reintust und die extra Anstrengung. Ja? Das ist, wenn alle Leute von der Arbeit weggehen, bleibst du noch 2-3 Stunden länger. Ja? Wenn alle Leute sagen, heute ist Sonntag, ich chill, gehst du raus und machst dein Ding. Auf der anderen Seite hast du Lebensqualität, Spaß, Freude, Party machen, was trinken gehen und so weiter. Was auch zum Leben dazugehört. Du verzichtest auf das eine oder auf das andere. Und ich will auf gar keinen Fall auf den Erfolg verzichten. Weil wenn ich erfolgreich bin, dann kann ich richtig Party machen und richtig chillen und richtig Lebensqualität haben.